Herzlich willkommen wieder bei Outlast und ja, nach einer turbulenten Fahrt beim letzten Mal durchs Theater geht's jetzt hier oben weiter. Die beiden Schnetzelbrüder wollten uns ja eigentlich frikassieren und nachdem ich meine Panik dann endlich abgelegt hatte und gemerkt habe, hey! Kein Grund zur Panik, die Brüder haben anscheinend ein wenig geleckt. Hab ich ja schon mal von gehört, dass das passiert, aber war ich bis jetzt verschont von geblieben. Irgendwie bin ich jetzt froh, dass das passiert war. Und der Szenerie. So, und dann gucken wir mal, was hier so drin ist. Okay, hier ist auf jeden Fall Licht. Und die Musik geht mir gerade tierisch auf den Geist. So, wir müssen immer noch den Vater finden, Pfarrer Martin. Martin, was mal? Ich habe keine Ahnung mehr. Batterie nehmen. Und, der ja im dritten Stock ist. Was geht denn hier ab? Was geht? What? What? Wohoho. Habe ich den gerade gedrückt? Moment. Dort hat beide Arme. Nee. Das Bein. Das sieht jetzt auch nicht mehr so fresh aus. Oh, was haben wir denn hier? Ein Kohleautomat. Hier kommen wir hoch. Machen wir es doch mal. Ach, dann kommen wir. Ach, okay. Das wird, glaube ich, alles noch seinen Sinn haben. Warum? Wieso und weshalb? Gucken, wo wir hier auskommen. Ich habe das Gefühl, das wird uns doch irgendwann später in Arsch retten. Ich bin mir noch nicht sicher, warum, aber... denke, ich sollte mir auf jeden Fall mal merken. Ich glaube, hier geht nämlich nachher noch richtig die Party ab. So, die Hälfte der Batterie verschwendet schon. Ich sehe mich schon nachher in Panik hier flüchten und ich krieg's dann nicht hin, mich darauf zu ziehen. Ne? Das wäre so typisch me. Okay. Dann ist Licht. Ich habe mir jetzt auch so ein bisschen das viele Schleichen abgewöhnt. Einfach aus dem Grund heraus, dass ich, wahrscheinlich echt Panik schiebe, wenn ich nicht schnell genug wegkomme. Was geht mit dir? Ey, was ist alles? Leute, was ist mit euch? Ich bin auf jeden Fall schon mal gesaved. Das heißt, es kann nicht so ganz falsch sein, was ich hier mache. Ich warte immer auf den Toilettenschocker. Wenn ich die Toilette immer aufmache und dann den tierischen Schiss hier wegrenne. Weil irgendwas auf dem Klo war. Aber noch bin ich verschont geblieben. Okay, hier war gerade eben die Tür. Das heißt, irgendwo rennt hier auf jeden Fall der Kerl noch rum. Ey, was ist hier kaputt? Die beten, Alter. Also ich kann nicht weit weg sein vom Vater Martin, wenn die hier alle beten. Hey, was, Martin? Ich weiß es nicht mehr. Ich benutze hier einfach irgendwelche Namen. Glaubt mir nicht, ne? Hier rumzulaufen und die ganzen Typen zu sehen, ey, mir geht die ganze Zeit die Pumpe innerlich. Echt, ey, die jagen mich doch nachher alle. Ist doch nicht normal. Kann es nicht normal sein. Oh, liegt da was? Yay, noch eine Batterie. Hä? Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Geht's jetzt hier nirgendwo weiter, oder was? Ah, oh, diese Kamera, ne? Kann ich die Tür da hinten öffnen? Hier, die Türen sind alle offen. Da ist das Klo. Natürlich, die ist natürlich verschlossen, okay.
Von hier kam ich, ne? Ja, dann drücken wir uns da mal wieder durch. So. Und gehen mal hier rein. Weil hier war ich noch nicht. Was ist mit dem los? Oh. Nee, nee, nee. Was ist denn hier kaputt? Da sind Türen. Ach nee, doch nicht. Ach, das war jetzt alles nur Kös. Okay. Ey, was geht denn hier? Warum sind denn... Das kann alles nicht sein. Auf jeden Fall scheint er hier im dritten Stock alles unter Kontrolle zu haben. Alles wählerisch, wie die alle sind. Okay, wo ist der Kerl? Da stand doch... Ach Leute, das könnt ihr nicht mit mir machen. Okay. Das heißt, irgendwo muss es ja einen Schlüssel geben. Für den ganzen Kladderadatsch hier, um den Aufzug zu betätigen, den ich bis jetzt noch nicht gefunden habe. Wo ist denn jetzt der Kerl da hin? Der. Sind wir wieder hier? So, in der Richtung waren wir noch nicht. Da kann man auch nicht hin. Es ist eine etwas merkwürdigeren Folgen gerade. Wo der Gruselfaktor auch noch nicht so wirklich gerade irgendwo greift. Na komm, rennen wir mal. Ich muss halt jetzt hier nicht alles nochmal in langsam durchgehen. Vor allem brauche ich gerade unnötig Batterie. So, hier hat er gesaved. Das kann also nicht falsch sein, was ich hier gemacht habe. Also muss hier doch irgendwo... Was Sinn? Nee, der betet da noch fröhlich. So, da ist nix. Da ist auch noch die Hose von ihm. Ja, die beten ja alle nur so, die halb kaputten. Da lag auch nix. So. Die Tür ist. Die Tür ist gerade. Warum ist denn die Tür jetzt wieder zu? Das ist eine der Türen, die ich noch nicht aufgemacht hatte. Hä? Die hat sich doch... Oh. Hi. Ja, genau. Du mich auch. So. Jetzt wird spannend. Gut, da ich nicht gerade auf einer glitschigen Außenwand rumrenne. Um mich dann ins nächste Zimmer von dem Verrückten zu begeben. Warum sollte ich hier rein? Oh. Gott hasst Krankheit. Saving. Da gehst du zur Kapelle. Wo wären wir denn hier rausgekommen? Ach, jetzt sind wir... Ah, okay. Tja, dann ab zur Kapelle. Der Kerl steht da ja mit seiner Kerze. Oh, die Brüder. Was? Ja, dann okay.
Ach du Scheiße, ich nehme mal ganz kurz den. Nimm den Schlüssel. Pick up. New objectives. Elevator will take to the main exit. Boah. Wer soll die denn noch kontrollieren, wenn er tot ist? Vor allem die beiden da. Ja. Ach du heilige Scheiße. Was für ein Bild. The Passion of Father Martin. I can't believe Father Martin on up Jesus Christ himself in shitty ways to die. And I don't believe I'm going to miss him. A way out. If he's telling the truth, now I've got a way out. And a story to tell. He wants me to spread his gospel. I'll tell the whole fucking world. Dafür muss ich aber erstmal jetzt hier rauskommen. Wow, ich trau den nicht. Ich trau den von hier bis zur nächsten Ecke. Fuck. Ist doch da das Zimmer. What the? Uncool. Ist der Gang da frei? Kann ich da durch? Tatsache. Warum muss ich jetzt hier einen komplizierten Weg zurückgehen? Geil, ich habe keinen Plan, wo ich jetzt auskomme. Ja, war klar. Lauf, lauf. Wo muss ich hin? What's the fucking way? Oh. Uncool. Uncool. Ist ja auch zu einfach gewesen. Okay. Ich glaube, das war's. Uncool. Lass mich. Lauf, lauf. Wow. Ach, hier bin ich, okay. Zieh ich hoch. Oh. What the fuck, ey. Puh. Bin ich froh, dass ich eben wusste, dass es hier hochgeht. Aber ohne Verschnaufpause weiter. Wo ist der Aufzug? Da. Nix wie rein da. Den ganzen Horror ist endlich entfliehen. Hui Leute, sollte es das wirklich gewesen sein? Sind wir jetzt endgültig durch Outlast? Und weiter geht's. Oh Gott. Ich bin so gespannt. Aber klar, dass Specki nochmal auftauchen musste, das wäre zu einfach gewesen. Huhuhu. Find another way. Ach kommt Leute, so weit kann es doch jetzt gar nicht mehr sein, oder? Komm, 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 komm. Ich will nicht zurückgucken. Was ist denn jetzt los? Na, dann lassen wir das Ganze mal laden, wa? Press. Okay, bin ich jetzt so schnell durch den Levelabschnitt gerannt? Hä? Die Murkoff Corporation. Was ist denn? Fuck, fuck, fuck. Whoever finds my corpse, there's no one and tell everyone.
I'm not crazy, I know. I know only crazy people say that. But I'm as sane as this world allows. With a camera full of evidence. Don't call it gospel. Call it a mockery of reason. Let the world know it is Markov's fault. Bury this bastard with my multi-dead body. Also, wir wollen jetzt hier mal ganz gehörig mal checken, was hier abgeht anscheinend. Und da haben wir noch Dokumente gefunden. Und ja, eben stand, dass wir halt den Pfarrer aufgenommen haben, wie er sich da niedergebrannt hat. Scheiße. Safe da schon wieder. Was ist hier abgegangen? Ja, die Neugier treibt mich gerade voran, Leute. A-Block. Also sind es tief unten drin in der Markov Corporation anscheinend. Also am Herzstück. Wo der ganze Scheiß mal angefangen hat. Scheiße. Da scheint sich aber hier einer gut ausgelassen zu haben. Noch mehr Dokumente. Ja, gucken wir uns die auch mal kurz an. Project Warrider. Bla bla bla. Auto General Rowan knows my 14th officer of Warrider patient. Show more signs of exception. Bla 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 bla. Okay. Okay, okay, okay. Nothing. But I guess this is the creation of sentence. Also hier geht's um den Warrider an sich, der anscheinend hergemacht wurde. Der hat Spermproteine bekommen. Okay. Und da geht's um die Erstellung des Warriders. From personal records of Dr. Wenig, Frankenstein or the modern Prometheus by Mara Shelley, published in Museum 8080, Chapter 23, Expert. Man, I cried, have ignored the Thu in the pride of wisdom, case you don't know what it is you say. I broke from the house angry and disturbed and returned meditate to some other mode of action. Okay, wir nähern uns also jetzt gerade der Macher des... Da ist er. Scheint gibt's hier irgend so ein Übervieh. Oh... Und das hat die Markov Corporation gezüchtet. Und da wieder ein Safe. Ich finde, das ist ein wunderbarer Cliffhanger hier gerade. Und deswegen werde ich auch gerade hier aufhören. Und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Outlast. Ja, die das Ende dann, glaube ich, einläutet. Jetzt wirklich endgültig, wir bewegen uns Richtung Ende, weil das Schlimmste haben wir hinter uns. Wir sind aus der Irrenanstalt zumindest raus und würde ich sagen, schauen wir, was in der nächsten Folge passiert. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Outlast. Bye.